Red Send Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp and F von Red Send Zone und in diesem Photoshop-Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Schrift mit diesem netten Candy-Effekt, also eine Art Zuckerstangen-Effekt, verseht. Fangen wir einfach mal an und dazu braucht ihr erstmal ein neues Dokument, beziehungsweise ja, ein neues Dokument. Rechtsklick, da auf die Leiste und ein neues Dokument. Dort wählt ihr dann, ja, 34 mal 34 Pixel aus. Das ist ziemlich klein, also zoomen wir erstmal ran. Ups. So. Dann nehmen wir das Auswahlwerkzeug und wählen davon die Hälfte aus. Also die vertikale Hälfte aus. Nun gehen wir auf das Füllwerkzeug und füllen diese Hälfte mit einem knalligen Rot. So, das haben wir jetzt gemacht. Nun entfernen wir die Auswahl wieder und klicken auf Bearbeiten. Muster festlegen. Ich nenne es einfach mal Candy. So. Und nun habt ihr es als Muster gespeichert. Es ist deshalb so klein, weil es ja keine riesigen Differenzen zwischen dem Rot und dem Weiß sein sollen. So, das habt ihr jetzt gemacht und nun erstellt ihr einfach wieder in der Leiste ein neues Dokument. Und wenn ihr es als Wallpaper machen wollt, einfach mit... Ups, da habe ich mich jetzt leider verklickt. Und wenn ihr als Wallpaper machen wollt, nehmt ihr jetzt einfach eure Bildschirmgröße. Ich nehme jetzt 1680 mal 1,50. So. Habt ihr es hier und was ihr jetzt macht, jetzt erstellt ihr erstmal eine neue Ebene. Geht hier unten auf das Ebenensymbol und dort schreibt jetzt euren Text rein. Was wird es wohl bei mir sein? Natürlich Red Send Zone. Oh mein Gott, das ist zufällig schon grün. Schon rot. Ich glaube, ich bin farbenblind. Ja. Die fette Schrift ist eigentlich schon wichtig bei der... Lassen wir es erstmal rot. Das brauchen wir später sowieso nicht, die Farbe. So, es sollte eine fettere Schrift sein. Ich habe jetzt hier mal eine etwas ausgefallenere fette Schrift genommen. Wir können natürlich auch andere nehmen. Die heißt jetzt hier Rowdy Heavy. Und was wir jetzt machen, wir machen noch eine neue Ebene. Und jetzt gehen wir auf Bearbeiten und Fläche füllen. Bei euch steht jetzt wahrscheinlich Vordergrundfarbe, Hintergrundfarbe oder Farbe als Vorauswahl. Aber ihr geht auf Muster. Hier lasst ihr alles normal. So. Und habt ihr ein ziemlich hässliches Streifenmuster, wie man es außen an Zirkussen sieht. So. Das haben wir jetzt hier. Und jetzt drückt ihr STRG T für frei transformieren. Ihr könnt auch in Bearbeiten gehen und hier frei transformieren steht übrigens schon der Shortcut. So, egal. Je nachdem, wie umständlich ihr euch halt machen wollt. Habt ihr euren Zeiger und ihr gebt jetzt bei dem Winkel, gebt ihr 45 Grad ein. So, ihr seht hier schon unseren Text, ja. Und es sieht auch irgendwie bisschen dumm, bisschen schade aus. Also ziehen wir es einmal hier hoch. Einmal hier runter, so dass halt die ganze Fläche bedeckt. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen rauszoomen, sonst wird es ein bisschen unübersichtlich. Ziehen es hier lang, nicht zu weit. Und hier lang. So. Nun habt ihr euer Streifenmuster schräg, denn vertikal sieht es etwas blöd aus. So. Was macht ihr jetzt? Jetzt geht ihr auf die Ebene. Also, erstmal drückt ihr Enter, so. Kleine Sachen, die eine große Wirkung haben. Schnittmaske erstellen. Und was ist passiert? Oh mein Gott. Hier steht jetzt Red Send Zone und es hat diese Farben. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir auf den Hintergrund und ändern ihn zum Beispiel in grün. Und jetzt haben wir immer noch unseren netten Candy-Effekt.
So, das sieht aber nicht so toll aus. Es sollte schon, das könnt ihr machen. Jetzt habt ihr schon mal die Basics hier. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr kreativ seid, könnt ihr es natürlich auch noch richtig schick aussehen lassen. Da doppelklickt ihr auf eure Schrift, also auf Redzen Zone. Und geht hier, ich schieb's mal ein bisschen zur Seite, dann kann man, na, oben drüber, na, unten drüber, na, oben drüber, na, rechts, ah, so. Dann klickt ihr hier auf abgeflachte Kante und Relief. Was seht ihr? Der Text hat sich schon verändert, ist ein bisschen mehr 3D-mäßiger geworden. Und klickt nochmal drauf zu den erweiterten Einstellungen. Und dann könnt ihr sagen, abgeflachte Kanten nach hinten, Technik abrunden, das lasst ihr so. Könnt die Tiefe einstellen. Oh, die Last könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Das hat jetzt nicht so eine große Auswirkung. Die Größe könnt ihr. Das sieht irgendwie blöd aus. So. Und Weichzeiten könnt ihr das Ganze auch noch, was jetzt keinen großen Unterschied hat. So, ungefähr. Sieht schon ziemlich plastisch aus. Dann könnt ihr hier die Höhen, damit es ein bisschen mehr glänzt, könnt ihr hier vollstellen. So. Das sieht schön aus. Jetzt kommt noch ein Schlagschatten drauf. Soll ich mir mit einem größeren Abstand machen, damit man besser sieht. Den umfüllen wir noch ein bisschen. Machen die größer. Und schon haben wir unseren netten Candy-Effekt. Grün gefällt mir irgendwie nicht so. Ach, das Blau sieht doch ganz schön aus. So, und schon habt ihr diesen netten Candy-Effekt. Ich zoome noch mal ein bisschen ran. Und das sieht doch fast genauso aus, wie ich es vorhin gemacht hatte. Ja, und wie lange habe ich jetzt? Das sind jetzt 6 Minuten 40 Sekunden. Geht also relativ schnell. Und so könnt ihr zum Beispiel, das könnt ihr auch für Weihnachten verwenden oder so, wenn da, was weiß ich, irgendein schönes Poster machen wollt oder so. Da ist dieser Effekt auch ganz nützlich und das könnt ihr eigentlich so mit so gut wie jedem Effekt machen. Mit so gut wie jedem Muster. Ja. Das war's eigentlich schon. Hoffentlich hat euch mein Tutorial gefallen. Ich sage jetzt einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal.